Ich eröffne hiermit das Gerichtsverfahren gegen Arthur Milton, angeklagt des Mordes an Lord Horace William Curtin. Das Verfahren wird in Abwesenheit des Angeklagten durchgeführt. Oder ist Arthur Milton hier? Dann tritt er vor. Wer sind Sie? Euer Ehren, das ist Mrs. Milton und... Und ein Freund von Mr. Milton. Mrs. Milton? Die Frau von Arthur Milton? Ja, euer Ehren. Kommen Sie für Ihren Mann? Wo ist er? Ist er nicht hier, euer Ehren? Er versprach mir, diese Verhandlung auf keinen Fall zu versäumen. Auch mir sagte er, euer Ehren. Finch sagte er, geh hin. Du wirst deinen Spaß haben. Ich hoffe, ich habe ihn. Setzen Sie sich, Mrs. Milton. Auch Sie, Mr. Finch, nehmen Sie Platz. Sehr wohl, Sir. Ich eröffne hiermit die Zeugenvernehmung und fordere als Ersten den Neffen des Verstorbenen, Mr. Archie Moore, auf, vorzutreten. Glauben Sie, dass der Hexer kommt? Ich bin sogar sicher, dass er schon hier ist. Sie wissen doch, wie gut es versteht, Maske zu machen. Mein Onkel, euer Ehren, der bedauernswerte Lord Curtin, erhielt seit Wochen mysteriöse Telefonanrufe. Sie begannen immer mit den Worten, hier spricht der Hexer. Er verlangte Geld, Tausende von Pfund. Er schien über irgendwelche Informationen aus der... Ich bedauere, darüber sprechen zu müssen. Aus der Vergangenheit meines Onkels zu wissen. Indien, Kolonialzeit, ich weiß nicht, um was es sich handelt. Er erpresste meinen Onkel. Aber Lord Curtin, euer Ehren, ließ sich nicht erpressen. Er lehnte jede Forderung, so sehr sie auch mit Drohungen verbunden war, ab. So verschaffte er sich Eintritt ins Haus. Er schoss meinen Onkel und hinterließ mit dem Hochmut eines Verbrechers seine Visitenkarte. Entschuldigung, euer Ehren. Die Erinnerung an diesen schrecklichen Abend bedrückt mich. Ich höre noch den Schuss, den Schrei. Wir alle starrten uns an, sprangen auf. Entsetzlich. Fassen Sie sich, Mr. Moore. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Wenn ich noch eine Frage stellen darf, euer Ehren. Mr. Moore, ich lese da die Protokolle, ich lese sie mehrmals. Und da ist eine Stelle, da stocke ich immer wieder. Ein Schuss, ein Schrei. Was war das für ein Schrei? Ein kurzer Schrei? Ein langer Schrei? Ein langer Schrei, euer Ehren. Ja. Darf ich die anderen Zeugen einmal bitten, vorzutreten? Lady Aston vielleicht, den jungen Charles und Miss Angel. Lady Aston, Sie sind die Schwester von Lady Curtin. Ja, euer Ehren. Und das ist Charles. Du hast deinen Arm verloren, Charles. Bei welcher Gelegenheit? Bei einem Verkehrsunfall, Sir. Du wurdest überfahren? Ja, Sir. Von wem? Der Fahrer flüchtete in seinem Wagen, euer Ehren. Ich möchte betonen, dass ich in dieser Sache absolut unschuldig bin. Charles riss sich von meiner Hand los, da war es schon passiert. Schon gut, schon gut. Gehören diese Fragen zur Sache? Wir haben es hier mit einem Fall zu tun, euer Ehren, der die Fantasie beschäftigt. Wenigstens meine. In dieser Schrei, Lady Aston, wie lange dauert er? 2 bis 3 Sekunden, euer Ehren. Merkwürdig. Die Untersuchung am Tatort nahm vor Inspektor Westby. Ist er hier? Ja, Ehren. Ach, bitte, Inspektor. Sie untersuchten den Tod? Ja, Sir. Welche Art war die Verletzung? Ein Schuss in den Rücken, der in das Herz einbrannte. Tödlich? Ja. Könnte man sagen, sofort tödlich? Das würde ich annehmen. Ja, aber wer sofort tot ist, Inspektor, kann nicht schreien. Da aber ein Schrei gehört worden ist, wer schrie? Finden Sie diese Frage falsch, Inspektor Westby? Nein, nein, ganz im Gegenteil, euer Ehren. Ich finde die Frage äußerst interessant. Danke, Inspektor, da brauche ich Sie nicht mehr. Auch die anderen Zeugen außer Mr. Moore bitte ich wieder Platz zu nehmen, wenn es dem Vorsitzenden recht ist. Verzeihen Sie, kennen Sie diesen Richter? Ja, natürlich. Ich kenne hier eine Menge Richter, Ihre Majestät. Dieser da ist Sir Matthews. Ah. Ja, er versucht seit Jahren, mir die Krone der Golfmeisterschaften abzujagen. Aber vergeblich. Ich habe den Gerichtsdiener beauftragt, ein kleines Experiment durchzuführen, wenn Sie erlauben. Lassen Sie das Band ablaufen. Das habe ich mir doch gedacht. Der Hexer. Oh!
Doch, wunderbar, Westby. Das nenne ich schnelle Arbeit. Sie täuschen sich, Sir John. Das hier ist... Still! Meinen alten Freund Matthews nachhelfen, ja. Das könnte Ihnen so passen, Mr. Milton. Wie? Sagen Sie es ihm selbst, Sir Matthews. Runter mit der Maske. Bist du verrückt geworden, John? Was fummelst du denn meinen Kinder rum? Oh, entschuldige vielmals. Ich dachte, du wärst der Hexer. Idiot. Ich hätte gern ein paar Worte mit dir gesprochen, Archie. Bitte? Fühlst du dich nicht wohl? Doch, doch. Ich an deiner Stelle würde mich nicht sehr wohl fühlen. Wie meinst du das? Die Sache mit dem Tonband war überzeugend. Es war der Schuss. Es war die Stimme, die wir hörten. Der Mörder, Archie, war nicht der Hexer. Warum nicht? Wer brauchte den Schuss und den Schrei auf dem Tonband? Wer, Archie, der auch ein Alibi brauchte? Du! Ich bin neugierig, wie lange Inspektor Westby braucht, um auf diesen Gedanken zu kommen. Ich fürchte, dass du dich in einer unangenehmen Situation befindest. Es wird ganz drauf ankommen, welche Antworten du auf gewisse Fragen geben kannst. Und es könnte sein, dass du nicht genug Zeit hast, dir diese Antworten zu überlegen. Zwei Leute hast du zu fürchten, Archie. Inspektor Westby und den Hexer. Wo wird man dich suchen? Hier. Und wo wird man dich suchen? Ich warne dich. Pardon, Milady. Ich hänge an diesen Tieren. Sie müssen gefüttert werden. Eine Arbeit, die ich mir nicht nehmen lasse. Machen Sie nicht einen Fehler, Mr. Bailey. Welchen Fehler meinen Sie? Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Wie lange sind Sie der Anwalt Lord Curtains? Seit 15 Jahren, Milady. Dank des besonderen Vertrauens, das mir seine Lordschaft entgegenbrachte. Vertrauen und Freundschaft. Soweit seine Lordschaft Empfindungen dieser Art aufzubringen in der Lage war. Oh, Verzeihung. Wo, meinen Sie, habe ich einen Fehler gemacht? Ihre Besuche sind selten geworden. Sie zeigen Ihre Anteilnahme nicht ausreichend. Lady Curtains vermisst Ihren Rat. In welcher Sache, Milady? Mögen Sie ein Glas? Danke, nein. Der Mörder Ihres Mannes ist noch nicht gefunden. Hält Scotland Yard nicht Archie Moore dafür? Er ist unauffindbar. Haben Sie dafür eine Erklärung? Haben Sie eine? Er hat Freunde, die ihn verbergen, vermute ich. Lassen Sie sich wieder einmal sehen, Mr. Bailey. Gern, Milady. Bringen Sie mich nicht hinaus. Sie hängen an diesen Tieren. Sie müssen sie füttern. Warum kamen Sie zu Scotland Yard, Miss Feeling? Was wollten Sie eigentlich? Ein ganz natürliches Interesse. Mord in der Verwandtschaft. Wie weit sind Sie? Haben Sie Archie Moore? Nein. Er war es doch, oder was meinen Sie? Keine Ahnung. Ich kenne meinen Vetter Archie, der hat noch nie irgendetwas von sich ausgetan. Und darum überlege ich, was Sie sich eigentlich überlegen sollten, Inspektor, was dahinter steckt. Oder wer? Haben Sie wenigstens eine Theorie? Nein. Warum nicht? Vielleicht darf ich zur Abwechslung jetzt auch mal ein paar Fragen stellen, Miss Feeling. Sie sind doch die Nichte von Lord Curtain. Ja. Sie wohnen hier in dieser verhältnismäßig armseligen Gegend. Wie kommt das? Mein Onkel, Inspektor, war einer der reichsten Männer Englands. Und wie die meisten reichen Männer hat er eine ganz üble Eigenschaft. Er bezahlte und man musste gehorchen. Das wollte ich nicht und so bezahlte er nicht. Sie hassten ihn, was? Wie die Pest, er war böse, arrogant und hinterhältig. Oh, in der Times hat er aber einen ganz anderen Nachruf. Viel schöner. Ja, aber falsch. Haben Sie Zeit? Ja, warum? Ich will mich nur umziehen. Ich habe übrigens über das Motiv nachgedacht und auch eins gefunden. Verraten Sie es mir. Das Vermögen selbstverständlich. Die schlimmsten Leute sind arme Verwandte. Die Morde werden weitergehen, Inspektor. Die nächste wird Lady Curtain sein. Vermute ich. Danke, Edwards. Einen schönen guten Abend, Lady Essen. Wir stören noch hoffentlich. Gestatten Sie. Na nun, Margie. Du wolltest das Haus nie wieder betreten. Veränderte Umstände, liebe Tante. Haben Sie Margie verhört, Inspektor? Nein, Milady. Aber bei Mordfällen interessiert mich vor allen Dingen, den Toten kennenzulernen. Und dabei können mir eigentlich nur die helfen, die ihn gekannt haben. Margie hasste ihren Onkel. Was ich dem Inspektor bereits gesagt habe, liebe Tante. Lord Curtain war ein verdienstvoller Mann, Inspektor. Ja, das bezweifle ich nicht, Milady. Aber er hatte doch sicherlich Feinde.
Das haben alle verdienstvollen Männer. Und Sie selbst, wie standen Sie zu ihm? Ich bewunderte ihn. Immer? Fast immer. Eine Frage, Milady. Haben Sie eigentlich Vermögen? Das ein Verhör? Noch nicht. Aber es könnte vielleicht eins werden. Lady Aston besitzt so wenig Vermögen wie ich. Sie arrangierte sich nur besser. Aber nicht zu meinen Gunsten. Fandest du das nie bedauerlich? Nein, Margie. Warum gibst du es nicht zu? Du hast ihn genauso gehasst wie ich. Ich bin aus einer anderen Generation. Ich habe gelernt, Rücksichten zu nehmen. Rücksichtnahme auf die Familie? Könnte sie so weit gehen, dass sie mir nicht alles sagen, was sie wissen, Milady? Ich weiß nicht, was für Sie interessant ist, Inspektor. Zum Beispiel das Vermögen von Lord Curtin. Wie hoch ist es eigentlich? Bei wirklich großen Vermögen weiß man das nicht so genau. Aber wer es bekommt, hat die vollkommene Unabhängigkeit. Und wer bekommt es? Lady Curtin, selbstverständlich. Wo ist Lady Curtin jetzt? In ihrem Zimmer. Sie hat sich hingelegt. Und wo ist Charles? Warum fragst du nach Charles? Warum? Ach, er ist nicht hier? Wir hielten es für besser, Charles für eine Weile aus dem Haus zu geben. Wer hielt das für besser? Ich? Aus welchem Grunde? Noch einen Wunsch, Milady? Ja, machen Sie uns Tee, Edwards. Sehr wohl, Milady. Aus welchem Grunde? Verzeihen Sie, Inspektor. An jenem Abend fragte Edwards auch, noch einen Wunsch, Milady? Und die Uhr schlug. Jetzt. Und wir saßen an einem Tisch da drüben und spielten Karten. Wir mussten einen Augenblick warten, weil Archie hinausgegangen war. Er war hinausgegangen? Für wie lange denn? Für etwa 3 Minuten. Das haben Sie aber bisher leider nie ausgesagt, Milady. Es fiel mir jetzt erst ein. Er kam also nach 3 Minuten zurück. Ist Ihnen irgendetwas an ihm aufgefallen, an seinem Benehmen, an... Seine Hände zitterten. So gute Karten, Archie, fragte ich. Aber er antwortete nicht. Es sah aus, als wartete er auf etwas. Worauf? Worauf? Verstehen Sie denn das nicht? Er wartete nach... Nichts mehr zu machen. Schuss ging mitten ins Herz. Wie es aussieht, ein Mord. Sir. Wer sind Sie eigentlich? Kennen Sie mich nicht? Polizei. Ich bin Inspektor Westby. Zurzeit als Gast bei Scotland Yard. Dr. Mills. Haben Sie den Mörder? Nein. Ich war zwar im Haus, als der Mord geschah, aber ich habe den Mörder nicht. Ich weiß nicht mal, wer er ist. Ist sehr befriedigend für einen Polizisten. Nein, nicht sehr. Sie sind der Hausarzt? Ja. Warum? Es würde mich interessieren, was Sie von dem Ganzen halten. Man versucht, eine ganze Familie auszurotten. Mr. Bailey. Bin ich zu spät gekommen? Mr. Bailey, ich empfehle Ihnen Ihre Aufmerksamkeit. Also zu spät gekommen. Wie meinen Sie das, Mr. Bailey? Wie kommen Sie denn hierher, Dr. Mills? Lady Aston verständigt mich. Ach so. Inspektor, ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen. Ja? Der Mörder von Lady Curtin ist Archie Moore. Wie kommen Sie denn darauf? Vor etwa einer Stunde erschien Archie Moore bei mir. Er sagte, er habe Lord Curtin getötet und er werde auch Lady Curtin umbringen, wenn ich ihm nicht helfen würde, England zu verlassen. Er wollte Geld. Er sagte ihm, bliebe nur die Flucht oder der Selbstmord. Und Sie nahmen ihn nicht ernst? Nein, ich warf ihn hinaus. Ich konnte ja nicht ahnen, dass er, obwohl er so verzweifelt wirkte, tatsächlich hierher kommen würde. Ich versuchte, Sie anzurufen, Inspektor, aber ich erreichte Sie nicht. Ich bekam Bedenken, nahm einen Wagen und fuhr hierher. Warum telefonierten Sie nicht? Sehr treffende Bemerkung. Ich muss leider weiter. Wie die Sache aussieht, Inspektor, werden Sie bald mit noch einer Leiche zu tun haben. Welche Leiche meinen Sie, Sir? Mit der von Mr. Moore. Ein Teil seiner Drohung führte er aus. Bleibt nur noch sein Selbstmord. Gute Nacht.
Fühlen Sie sich nicht wohl, Mr. Bailey? Nicht sehr. Ja, das kann ich verstehen. Darf ich auf den Tee servieren, Milady? Guten Abend, Milady. Guten Abend. Habe ich recht gehört? Tee? Oh, dann habe ich ja wohl nichts versäumt. Doch, Sir. Sie haben einen Mord versäumt. Was? Mord? Ja. Lady Curtin wurde ermordet. Oh, das war sehr unangenehm. Besonders für Lady Curtin. Was haben Sie unternommen, Inspektor? Ich bin im Wesentlichen damit beschäftigt, nachzudenken. Ja, ist das nicht ein bisschen wenig? Ist was? Dr. Mills, Milady. Guten Abend. Entschuldigen Sie die Verspätung. Milady, ich wurde noch aufgehalten. Was ist denn mit Lady Curtin? Hoffentlich nichts Ernstes. Was bedeutet denn das? Sie waren doch eben schon hier. Was war ich? Vor 3 Minuten hier. Inspektor, was ist denn hier los? Ja, Dr. Mills war schon hier. Er untersuchte die Tote und unterhielt sich mit uns über diesen tragischen Fall. Also ich weiß nicht, was Sie da reden, Sir. Wie Sie sehen, komme ich gerade erst rein. Dr. Mills war nicht Dr. Mills, sondern der Hexer. Inspektor! Warum haben Sie ihn nicht verhaftet? Warum sollte ich einen Mann verhaften, der uns nur helfen kann? Helfen? Der Hexer? Er weiß auf jeden Fall mehr als wir und darum sollten wir mit ihm zusammenarbeiten. Aber das ist doch völlig unmöglich. Was ist das für eine Idee? Warum sind Sie jetzt erst gekommen? Was hat Sie aufgehalten? Ein Toter, der auf der Straße lag. Ein Toter? Was für ein Toter? Ich habe ihn in meinem Wagen. Archie Moore? Und Mauser tot, Sir John. Und Arthur Milton wusste es. Sergeant! Hallo, Finch. Alles in Ordnung? Jawohl, Sir. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Sie waren genial. Hallo, geben Sie mir 260. Sagen Sie der Mordkommission Bescheid. Und Sie sollen sofort hierher kommen. Danke. Hey, Finch! Hallo, Inspektor. Wie geht es Ihnen? Was machen Sie denn für komische Sachen? Ich hatte eine Verabredung mit Mr. Milton. Wir scheinen uns verfehlt zu haben. Ach, kommen Sie doch mal her, Finch. Jawohl, Sir. Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen, Finch. Gern, Sir, aber Tote, wenn sie noch nicht sehr lange tot sind, irritieren mich. Oh, kommen Sie rein. Bitte sehr. Ich sehe die Situation ganz anders. Oh, ein hübsches Haus. Die traurigen Ereignisse werden es allerdings sehr im Preise drücken, wenn es einmal leer steht. Ja. Hören Sie mal, Finch. Verzeihung, Sir John. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie Mr. Finch sagen? Wenn Sie nur nicht frech, Finch. Ein ehrlicher Mann, Inspektor, hat ein Recht auf eine gewisse Empfindlichkeit. Natürlich, lieber Finch. Pardon, Mr. Finch. Oh, Sir, ich bitte Sie. Lieber Finch dürfen Sie selbstverständlich sagen. Danke. Komm, nehmen Sie Platz. Ich danke Ihnen, Sir. Ja. Oh, Louis Sayes. Ich sehe es. Setzen. Also, lieber Finch, ich glaube, ich habe da eine gute Idee. Warum sollten Mr. Milton und wir eigentlich nicht zusammenarbeiten? Fabelhaft. Ihre Idee, Sir. Da können Sie mir sagen, was dagegen spricht? Bisher Sie. Oh, seien Sie nicht so pingselig, so penibel. Immer an der falschen Stelle. Wissen Sie eigentlich, dass Sie in Lebensgefahr sind? Das ist man von Geburt an, Inspektor. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf. Ich würde heute Abend nicht in das Haus Ihres Onkels gehen. Warum nicht? Sie sehen reizend aus, wenn Sie leben. Oh, besten Dank. Und ich möchte gern, dass Sie am Leben bleiben. Sie und Charles. Let's go. Sie fühlen sich nicht wohl, Bailey. Hm? Nein. Könnte Ihnen was verschreiben, aber ich fürchte, von mir nehmen Sie keine Medikamente. Ja, ich gebe es zu, Doktor. Ich habe Angst. Und ich weiß, warum ich Angst habe. Bei Ihrer Kaltblütigkeit? Angst vor einem einzelnen Mann, vor dem Hexer? Ach, Sie! Sie haben ihn nicht gesehen. Da kam er rein und ich glaubte, ich hätte es beschworen. Sie sind es, Dr. Mills. Das spricht für seine Begabung, sich zu verstellen. Ihren Gang, Doktor. Ihre Stimme. Ich weiß noch nicht einmal, ob Sie es jetzt, in diesem Augenblick selber sind. Seien Sie nicht verrückt, Bailey! Ich bin froh, dass du da bist. Die Abende hier sind entsetzlich. Warum macht Edward so viel Licht? Ich habe es angeordnet. Ich habe dich immer bewundert. Deine Selbstbeherrschung, deinen Verstand. Wir sind uns ein wenig ähnlich, Margie.
Auch du hast viel Selbstbeherrschung und viel Verstand. Von dem wir Gebrauch machen sollten. Meinst du das? Ja. Ich hoffe, du hast mir in deiner Schreckensgalerie keinen Platz eingeräumt. Ich sehe, ich muss dir das erklären. Diese Ereignisse beschäftigten mich natürlich. Ich malte sie. Ich malte die Stimmung von Mördern. Magst du auch? Ja? Wie zerbricht man? Wie zerstört man? Wie tötet man? Wie sieht das Gehirn eines solchen Menschen aus? Und hast du es herausgefunden? Es gibt nur einen Grund, der stark genug ist. Hass. Tödlicher Hass. Wer hasst diese Familie so sehr? Beantworte mir diese Frage und du hast den Mörder. Noch einen Wunsch? Nein! Nein, danke. Du bist sehr ängstlich. Was man von dir nicht sagen kann. Habe ich Grund? Habe ich Grund, diesen Abend zu fürchten? Ich glaube, ja. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Guten Abend, Inspektor. Ich habe mir erlaubt, einige Beamte mitzubringen. Sie werden das Haus bewachen. Ja, ja, schon gut, danke. Das scheint dich aber nicht sehr zu beruhigen. Nein. Hängen Sie es mal auf und warten Sie draußen. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Inspektor? Was tue ich was? Edwards. Edwards. Wollen Sie etwas trinken? Ja, ganz gerne. Vor allem, wie lange wollen Sie bleiben? Wenn es nötig ist, die ganze Nacht. Whisky. Sehr wohl. Irgendwann doppelt. Glauben Sie immer noch daran, dass heute Nacht etwas passiert? Ja. Noch einen Wunsch, Milady? Nein, danke. Werfen Sie fremde Damen immer gleich zu Boden? Nur, wenn Sie mir gefallen. Kommen Sie. Was ist denn los? Das werden Sie gleich erfahren. Los, los. Hallo, Inspektor. Guten Abend, meine Damen. Sie lebt so. Entschuldigen Sie, dass wir diesen etwas ungewöhnlichen Eingang benutzen, aber die Hausklingel ist wohl abgestellt. Na nun, Mr. Milton. Heute zur Abwechslung mal ohne Maske. Wäre Ihnen eine Maske lieber? Nein, nein. Aber diesmal habe ich eine Überraschung für Sie. Kommen Sie. Sollen Sie bitte mal den unteren Knopf drücken, Mr. Milton. Und das bei dem heutigen Personalmangel. Hallo, Edwards. Melden Sie sich. Melden Sie sich, Edwards. Na, was sagen Sie dazu, Mr. Milton? Das ist wirklich eine Überraschung. Nicht wahr, Finch? Nicht mehr ganz neu, der Trick, aber immer noch sehr wirkungsvoll, Sir. Guten Tag, ich möchte Mr. Milton sprechen. Hier wohnt nur Mrs. Milton, Sir. Was? Wieso? Ist schon gut, melden Sie uns bei Mrs. Milton. Mrs. Milton erwartet Sie bereits, Sir. Zimmer 23. Danke. Verstehen Sie das? Sie erwartet uns? Natürlich verstehe ich das. Ich habe Sie ja vorher angerufen. Ach so. Na, dann ist ja kein Wunder. Oh, vielen Dank für die wundervollen Blumen. Nett von Ihnen, Inspektor, dass Sie Sir John mitgebracht haben. Nein, pardon, ich glaube, das Ganze war ja wohl mehr eine Idee von mir, nicht, Inspektor? Aber selbstverständlich, Sir John. Bitte nehmen Sie Platz und legen Sie ab. Danke. Ach, Finch, läuten Sie den Kellner und bestellen Sie noch ein Gedeck. Sehr wohl, Mann. Hat Ihnen Inspektor Westby auch gesagt, weshalb wir kommen? Er sagte nur, es würde eine Überraschung für meinen Mann sein, bitte. Erwarten Sie ihn nicht? Kommt er nicht auch? Nicht unbedingt, Sir John. Er hat ja in diesen Tagen so unendlich viel zu tun. Oh ja, natürlich, natürlich. Also ich muss Ihnen sagen, Mrs. Milton, ich bewundere Ihren Mann. Doch wenn Sie ihn hätten, würden Sie ihn einsperren. Ja. Nein. Ja? Nein? Vielleicht können sich die Herren in dieser Frage einigen. Mrs. Milton, Inspektor Westby scherzt natürlich, denn wir brauchen Ihren Gatten. Ich mache ihm ein Angebot. Er hilft uns bei diesem Fall und wir stellen jede Verfolgung ein, bis, bis der Fall zu Ende ist. Alter, darf ich einschenken mit dem? Ja, bitte. Sie mögen doch Tee? Ja, gerne. Nein, danke, kein Zucker, bitte. Und Sie? Wie hätten Sie es gerne, Inspektor? Bitte? Mit oder ohne? Mit. Danke. Etwas Sahne vielleicht? Oh nein, möchte ich nicht. Ne? Noch einen Wunsch mit dem? Danke, nein. Schon das Personal haben Sie hier.
Ja, ich mag diesen Kellner sehr. Das kann ich mir denken. Er denkt sich immer was zu nett. Nun, Mrs. Meaton, was sagen Sie zu meinem Angebot? Ich habe Sie doch richtig verstanden, Sir John. Hm? Wenn er einverstanden ist, darf er sich frei bewegen in aller Öffentlichkeit. Natürlich darf er das. Er sollte nur nicht gerade Interviews geben. Ich verstehe schon. Immerhin, er müsste sich nicht mehr verbergen. Hm? Und ich wäre nicht mehr gezwungen, bei jedem Gepäckträger, bei jedem Postboten, bei jedem... Kellner. Sehr richtig, bei jedem Kellner. Darüber nachzudenken, ob sich dahinter nicht mein Mann verbirgt. Den ich sehr liebe, Sir John. Ja, ich weiß. Ich bewundere ihn nicht nur, ich beneide ihn. Ich werde ihm zureden, Ihnen zu helfen. Och, Mrs. Meaton, das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Na, lieber Finch, was sagen Sie? Ich glaube, wir werden einverstanden sein, Sir. Ich werde gleich meiner Mutter einen Brief schreiben. Och, wie nett. Ich werde ihr mitteilen, dass ich in den Polizeidienst übernommen wurde. Das heißt, ich glaube, ich werde es ihr lieber nicht schreiben. Warum nicht? Sie könnte einen Herzschlag bekommen. Na, dann lasst es lieber. Also, ich will mich verabschieden, ich muss leider gehen. Aber Inspektor Westby möchte gern noch mit Ihnen ein paar Worte unter vier Augen sprechen. Darf er? Aber natürlich. Danke vielmals und auf Wiedersehen. Oh! Was ist denn los? Ist was passiert? Moment, verzeihen Sie, bitte, könnten Sie vielleicht einen Monteur holen oder einen Elektrotechniker, der mir da hilft? Ach. Mr. Milton. Ich habe Ihr freundliches Angebot zur Kenntnis genommen, Sir John. So, haben Sie. Aha, daher die Verkleidung, ja? Aber das sage ich Ihnen, Mr. Milton. Wenn dieser Fall erledigt ist, dann werden wir Sie verhaften. Einverstanden, Sir John. Na schön. Und jetzt lassen Sie mich mal hier raus, ja? Man kommt sich ja hier vor wie ein... Melden Sie dich! Und ich will verdächtigen. Kann sich eine Stimme sehr verändern, wenn man sie durchs Mikrofon hört? Sie klingt etwas verzerrt, aber das Typische einer Stimme bleibt. Du hast die Stimme erkannt? Nein, nein. Mich erinnerte sie an jemanden. An wen? An Lord Curtins Bruder Philip. Er ist tot. Ja, ich habe ja auch nur gesagt, sie erinnerte mich an jemanden. Außerdem musst du dich ja viel besser erinnern. Du warst mit Philip verlobt. Was weißt du davon? Dass Philip Lord Curtins Teilhaber war. Er war beteiligt an den riesigen Unternehmungen, bis Charles geboren wurde. Charles, der Sohn, der Erbe. Da war es leider aus mit Philip. Lord Curtin verlor jedes Interesse an seinem Bruder und versuchte von dem Augenblick an, ihn aus allen Unternehmungen rauszudrängen. Stimmt das? Philip war... Wie war er eigentlich? Stolz? Jähzornig? Er war jähzornig. Er war stolz. Außerdem hat er auch eine Unterschlagung begangen. War Bailey nicht der Kronzeuge dafür? Ja, du solltest noch etwas wissen, Margie. Bailey hat damals einen Meineid abgelegt. Hast du Beweise dafür? Ich fand sie vor einer Stunde unter den Papieren von Lord Curtin. Was wollen Sie? Was verlangen Sie denn noch, Milady? Die Rehabilitierung Philips. Aber er ist tot! Wen interessiert das heute noch, was vor so langer Zeit geschehen ist? Mich! Was sollte ich denn tun damals? Sie kannten doch Lord Curtin. Er hat mich gezwungen, erpresst. Und der Teufel, diese ganze Familie. In zwei Stunden habe ich Ihr Geständnis mit Ihrer Unterschrift, Bailey. Sir John, wir müssen wohl oder übel von der Tatsache ausgehen, dass die ganze Familie Curtin ausgerottet werden soll. Eine üble Tatsache. Und fast vollzogen. Lord und Lady Curtin sind bereits tot, ebenso ihr Neffe Archie Moore. Auf Charles und Margie wurden Mordanschläge verübt. Ja, ja, mein Gott, das weiß ich ja alles. Sir John, nehmen wir doch einmal an, rein theoretisch. Die Anschläge wären geglückt. Wer würde übrig bleiben? Lady Aston. Lady Aston? Lady Aston, Sie sagen es. Inspektor, Lady Aston ist eine Dame, die, wenn sie ein Mann wäre, sicherlich Mitglied ihres Clubs sein würde. Natürlich. Aber Sie vergessen die Stimme, Wesley. Die Stimme aus dem Dings da. Das war doch die Stimme eines Mannes. Lady Aston stand daneben, als Sie die Stimme hörten. Und ich werde nie das Gesicht vergessen, das sie dabei machte. Sie meinen also? Ich meine, dass wir über Lady Aston an den Mann herankommen, dem diese Stimme gehört. Nicht schlecht. Und vergessen Sie nicht, Lady...
Lady Aston kam aus dem Haus, in dem wir den toten Bailey aufgefunden haben. Aha, ja, sie hat Geheimnisse. Das stimmt. Also, Sir John. Verhaften. Mich? Ich bedauere es sehr, Milady, aber es gibt da einige Verdachtsgründe, die immerhin so stark sind, dass uns leider nichts anderes übrig bleibt. Ja, tut mir leid, Milady, aber wir sahen Sie aus dem Haus von Mr. Bailey kommen. Ja, Inspektor. Aber Mr. Bailey war schon tot, als ich ihn aufsuchte. Er wurde ermordet. Das habe ich angenommen. Und wahrscheinlich von dem Mann, dessen Stimme wir gehört haben und die Sie kennen. Bedauere, Inspektor, das sind Mutmaßungen. Ist das peinlich. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ich habe die Stimme erkannt. War die Stimme von Philipp. Philipp Curtin. Wie? Wer ist denn das? Ein Bruder von Lord Curtin. Was wissen Sie noch? Nichts. Gar nichts. Sie stehen unter Arrest, Milady. Gehen Sie auf Ihr Zimmer. Sie lassen Lady Aston nicht aus den Augen. Jawohl, Sir. Inspektor? Ich habe schon lange geahnt, dass nur ein Mensch für diese Verbrechen in Frage kommen konnte. Philipp Curtin. Der Einzige, der seinen Bruder und seine ganze Familie hasste. Er wollte sich entschädigen für alles, was ihm angetan wurde. Woher wissen Sie das? Ich habe mit ihm gesprochen. Wann? Wo? Wie? Damit. Wo haben Sie das her? Von Lady Aston. Ich nehme an, Sie nahmen es dem toten Bailey ab. Hallo, Margie. Ja. Bist du allein, Margie? Ja, Philipp. Ich bin da, Margie. Was ist denn das Vieh? Der Hexer. Was? Sag mal, wie kommen Sie überhaupt hier rein? Das ist mein Geheimnis, Sir. Ach, Sie Unglücksvogel. Sie haben doch Mr. Milton erschossen. Es blieb mir keine andere Wahl, Sir John. Ich wusste, dass er der Täter ist. Sehen Sie, Westby, ich hab's ja immer gesagt, das ist doch eine einfältige Idee, sich mit ihm zu verbinden. Guten Abend. Oh, das ist mit... Pardon, da... Mein Gott. Oh, Mrs. Milton. Ich bedauere unendlich, Ihnen diesen schrecklichen Anblick nicht ersparen zu können. Arthur bat mich, heute Abend hier zu sein. Du solltest den Höhepunkt nicht versäumen, meinte er. Wie ich sehe, habe ich ihn nicht versäumt. Ihr Mann ist tot, Mrs. Smith. Arthur würde nie eine Krawatte tragen, die der Situation so wenig entspricht, Inspektor. Was? Sie meinen? Wo ist Finch? Finch, ha? Mr. Finch, Sir. So viel Zeit muss sein. Lassen Sie doch die alberne Maskerade, Mr. Milton. Ich weiß, dass Sie der Hexer sind. Mein Originalgesicht, Sir, das sich Mr. Milton allerdings ebenso wie meine Stimme für eine halbe Stunde ausgeliehen hat, worauf ich sehr stolz bin, Sir. Wo ist der Hexer, Finch? Der Burgfrieden, den ich mit ihm geschlossen habe, ist beendet. Er wird verhaftet. Mr. Milton sah diese Entwicklung bereits voraus. Er sagte noch zu mir, Finch, grüße mir den lieben Sir John. Danke, danke. Wieso denn? Ich bin nicht sein lieber Sir John. Das wird er jetzt erleben. Na, dann alles Gute, Finch. Danke, Sir. Der kommt sich auch schon vor wie James Bond. Ihr Gatte, Mrs. Milton, hätte sich aber wirklich von mir verabschieden können. Ich nehme es ihm fast übel. Oh, er würde es sicher nachholen. Na, das hoffe ich sehr. Sergeant, Sie bringen Mrs. Milton in die Stadt und Sie haften mir für Ihre Sicherheit. Ja, Sir. So, bitteschön. Halt! Ich muss dringend in die Stadt. Sie erlauben, dass ich die Gelegenheit benutze? Danke sehr. Ist was? Sie sollten sich schnellstens diese Uniform entledigen, Sir. Sie passt nicht zu Ihnen. Und warum? Ich habe festgestellt, Madam, dass Scotland Yard noch sehr viel lernen muss, um das Format eines Mr. Milton zu erreichen. Danke. Wann geht unsere Maschine? In einer Stunde, Sir. Bitte beeilen Sie sich.